der Putzmann. Der Putzmann. Jo, der Putz, es ist furchtbar dunkel. Jo, der Putzmann hier, so rum. Jo, der Putzmann hier, es ist furchtbar dunkel. Ich bin auf einem Parkplatz, was total verrückt ist. Ich habe eigentlich mal ein Video für den zweiten Parkplatz angegeben. Ach, zweit. Ne, das klappt nicht. Das habe ich auch gerade hochgeladen. Das zweite war nämlich am Ende dann ein ganz anderer Parkplatz. Jetzt bin ich schon beim dritten Parkplatz. Aber ich zeige ihn euch ein bisschen. Aber erst ein Sektchen. Pass auf, dass die vorhin geschüttelt worden sind. Das gibt eine Mordsauerei. Habe ich mal gehört. So. Also, der Parkplatz ist nicht allzu groß. Das sieht man hier schon. Hier ist gut zum Parken, auch für längere Zeit. Das finde ich sehr praktisch. Ja, es ist gerade sehr laut. Hier ist viel Verkehr, muss man sagen. Hätte ich selber gar nicht gedacht für meine Gegend. Nee, aber das ist sehr praktisch. Hier kann man dann auch übernachten. Meistens machen das LKW-Fahrer. Aber ich sage auch mal so. So, jetzt endet es hier. Hier geht's, weil hier fährt man ja drauf. Weil dieser Parkplatz befindet sich zwischen Bad Sobernheim und Merxheim. Deswegen. War das Merxheim? Nee, Monsingen, Entschuldigung. Zwischen Bad Sobernheim und Monsingen. So rum. Verzeihung. So. Er ist eigentlich dadurch auch sehr klein. Weil es ist ja nur so ein kleiner Parkplatz. Aber was sehr praktisch ist, rein theoretisch gesehen. Ging das schön. Kann man hier tatsächlich, wenn man so sagt, hey, weißt was, geiler Abend, komm, wir hocken uns hier auf die Bank. Das ist, wow. Ich kenne das Material nicht mal. Das ist wahrscheinlich extrem massives Plastik. Keine Ahnung. Kann es euch nicht sagen. Der einzige Nachteil ist, ich habe keinen einzigen Mülleimer oder eine Art Mülltonne hier gefunden. Das finde ich persönlich sehr blöd, weil wegen Müll. Aber da sage ich euch dann auch, wenn ihr hier Party machen würdet, wenn ihr hier übernachten würdet und sagt, ey, ich brauche jetzt eine Pause, ich brauche jetzt, oh, ich bin schon seit 3 Stunden unterwegs, ich will jetzt irgendwo mal kurz was essen, was trinken, ich will mich mal hinsetzen. Ja, das Sitzen ist blöd, weil du sitzt die ganze Zeit im Auto. Aber ihr wisst, was ich meine. Dann nehmt euren Müll mit. Weil hier, ihr seht, hier liegt Müll. Warum liegt hier Müll? Das ist Blödsinn. Hier muss kein Müll liegen. Das ist etwas, was gemacht werden muss. Also nehmt euren Müll auf alle Fälle mit. Wie gesagt, dieser Parkplatz ist zwischen Bad Sobernheim und Monsingen. Ein schöner Parkplatz, meiner Meinung nach. Das einzige Problem, bietet, wie gesagt, viele Vorteile, aber halt der größte Nachteil ist für mich die Straße, die ist sehr nah. Klar, man möchte natürlich nicht direkt an der Straße sein. Man sieht ja sagt leider nicht viel, was muss ich, Idiot, das Ding auch ausgerechnet nachts machen. Jetzt hat man es vielleicht gesehen wegen den Autos. Aber das ist an sich ja kein, ich sag mal so, wenn man schon sehr lange unterwegs ist. Das ist die B41 ja auch. Und man kann ja auch über die B41 bis ins Saarland nach Saarbrücke durchfahren. Das ist ja das Geile daran. Aber wie gesagt, ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, der gefällt mir noch besser als der bei Kieren. Weil er hat dann wenigstens noch die Bank hier, wo man sich hinsetzen kann. Einziger Nachteil ist halt kein Mülleimer. Aber da hoffe ich dann, dass alle, die sagen, hey, ich bin mal in dieser Gegend. Hey, ich brauche mal eine Pause, weil ich schon so lange auf dem Weg zum Festival, Konzert, Freunden, wie auch immer bin. Hier kann ich mich hinsetzen und ich nehme meinen Müll auch mit. Das ist ja die einzige Hoffnung, die ich ja dann immer habe. Naja, ich hoffe, man konnte ein bisschen was vom Video hören. Es war sehr laut. Wie gesagt, die Straße, da ist die Straße. Hier ist der Weg. Das sind noch keine 2 Meter hier. Das müsst ihr euch mal ansehen. Hier Wiese, zack, so, dann bist du auf der Straße. Also es ist nicht sehr weit. Aber ich denke, wenn man auch lange unterwegs war, dann kann man sich hier auch gut ausruhen. Dann pennt man wahrscheinlich, wenn man total müde ist, pennt man hier auch. Also so ist das nicht. Naja, mit einem letzten Schluck von meinem Piccolo-Flasche. Ha, man sieht's. Warum sieht man mich hier nicht? Jetzt sieht man mich wegen dem Licht. Fernlicht, ganz geil. Leute, macht das Fernlicht aus. Nee.
Verzeihung. Ein Stückchen noch. Sehr gut. Ich liebe diesen Sekt und Real macht so. Und es gibt die Piccolo-Flaschen von Henkel nur beim Real. Ich weiß nicht, wo ich die herkriegen soll. Egal. Kann man nicht ändern. Trinke ich halt kurz so. Naja, was soll's. Also, das war wie gesagt jetzt schon das dritte Video. Und das vierte folgt hoffentlich bald, wenn ich endlich zum ursprünglichen zweiten Parkplatz schaffe. Wird sogar wahrscheinlich im Video erwähnt sein. Ich werde das dann nicht überarbeiten. Ich bin so nass wegen dem, weil er überlaufen ist. Naja. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Freunde. Haut rein. Oh Gott, das ist hell. Jetzt seht ihr mal auch noch mein Gesicht, ihr Ärmsten. Naja. Ich verabschiede mich. Gute Nacht.